In diesem Video beschäftigen wir uns mit Edelgasen bzw. mit der Edelgaskonfiguration. Zunächst, als Edelgase werden die Elemente der achten Hauptgruppe des Periodensystems bezeichnet. Das sind die, die ganz rechts stehen. Das sind die Elemente Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon und Ununoctium. Auf den allerersten Periodensystemen tauchten Edelgase gar nicht erst auf, denn sie wurden erst kurz vor dem Jahre 1900 entdeckt. Alle Edelgase kommen in der Luft vor. Der Grund für die späte Entdeckung der Edelgase liegt an einer ihrer Eigenschaften, denn Edelgase gehen kaum chemische Reaktionen ein. Und da frühere Wissenschaftler stets versuchten, Nachweise über chemische Reaktionen zu führen, fielen ihnen daher die Edelgase gar nicht erst auf. Der Nachweis gelang erst durch eine genaue Analyse der Zusammensetzung der Luft. Edelgase besitzen 8 Außenelektronen, mit Ausnahme von Helium, und daher sind sie sehr stabil. Zu Helium: Da die erste Schale nicht mehr Elektronen aufnehmen kann, hat das Atom trotzdem ebenfalls die höchstmögliche Anzahl an Außenelektronen. Diese Anzahl an Außenelektronen stellt für Atome praktisch den Optimalzustand dar. Dieser wird auch Edelgaskonfiguration genannt, und der Grund hierfür ist, dass dieser Zustand energetisch betrachtet äußerst günstig ist. Das Bestreben, einen energetisch günstigen Zustand anzustreben, kann als wesentliche Ursache für chemische Reaktionen aufgeführt werden.